Zu einem guten Video gehört auch ein guter Ton, das sollte hier auf YouTube mehr oder weniger jedem einleuchten. Und wenn ein Nutzer ein schlechtes Audio hört in einem Video, dann klickt er doch relativ schnell weg. Wenn nur das Videobild ein bisschen schlechter ist, dann bleibt man doch eher dran, solange man denjenigen gut versteht. In den letzten Monaten war ich hier ein bisschen unzufrieden bei mir mit der Akustik insgesamt. Ich finde das hier ein bisschen hallig. Kam auch das ein oder andere Mal in den Kommentaren so als Anmerkung, dass die Screencasts eigentlich recht gut sind von der gesamten räumlichen Audioqualität her, aber hier so im Raum das Ganze doch nicht so unbedingt optimal ist. Und weil ich selber damit jetzt ein bisschen unzufrieden bin und die Wände auch noch ein bisschen kahl aussehen, möchte ich das Ganze jetzt ein bisschen ändern. Ihr könnt mich hier auf dem Weg dorthin begleiten, auf diesem kleinen Heimwerker-Projekt möchte ich es mal fast schon nennen. Und warum das Ganze am Ende ziemlich flauschig wird, das erfahrt ihr dann gleich nach dem Intro. Damit dann also hallo und guten Abend YouTube. Heute keine YouTube-Lupe, sondern mal wieder ein Video hier direkt vor der Kamera. Und wie schon gesagt, möchte ich in diesem Video hier ein bisschen was für die Raumakustik machen. Was man bei vielen sieht, vor allem größeren YouTubern im Bereich Gaming, die haben dann ihr eigenes schönes Zockerzimmer, in dem sie auch aufnehmen. Und dann präsentieren sie irgendwann stolz einen Riesenberg von Kartons mit Akustikschaumstoff, den sie dann an Decke und Wände rankleben. Ist natürlich eine sehr effektive Methode, die sehr viel bringt, allerdings ist das auch eine sehr unschöne Variante. Wenn man wie ich nur eine Einraumwohnung hat, in der man wohnt, Gäste empfangen möchte, lebt und arbeitet dementsprechend, dann sieht das nicht unbedingt so schön aus, wenn man seine Wände völlig schwarz zukleistert. Trotzdem habe ich mir auf Amazon als B-Ware, also naja, gebraucht ist es nicht, aber eben keine 1-Ware, die sie so normal verkaufen, mir Akustikschaumstoff bestellt. 8 Matten in 50x50 gibt es als diese B-Ware entsprechend für 21 Euro. Und das ist schon wirklich billig. Wenn jemand anders in seinen Videos sagt, ihr kriegt die Platten, also 2 Platten günstig für 30 Euro. Da finde ich, sind 21 Euro echt ein super Preis. B-Ware heißt natürlich, man kann Glück und man kann Pech haben. In meinem Fall alles super. Ich denke mal, es wird auch entsprechend in Amazon bewertet und bei vielen anderen nicht unbedingt jetzt gravierende Probleme gegeben haben. Es ist natürlich immer hier, ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, ihr seht es so ein bisschen, hier mal ein kleines Luftbläschen, was irgendwo dann ein Ausschlusskriterium für die normale A-Ware ist. Oder auf einer anderen Matte war dann an einem Zipfel noch so ein bisschen Schaumstoff dran. Ja gut, das kann man abschneiden. Alles kein Hinderungsgrund für diese Matten, sie entsprechend zu verwenden. Aber wie gesagt, die einfach so an die Wand, dass wir ein bisschen hässlich oder unschön aussehen. Ich möchte diese 8 Paneele ein bisschen im Raum verteilen, zusammen noch mit einem Holzrahmen außenrum, damit das Ganze noch ein bisschen Halt hat und ich das an die Wand rankriege, ohne es festkleben zu müssen. Und zusätzlich wird das Ganze auch noch mit einem Stoff bespannt, sodass man da ein halbwegs dekoratives Element noch einmal hier im Raum hat. Während dieses ganzen Bauprozesses könnt ihr mich jetzt hier natürlich begleiten, wenn ihr wollt. Ich verteile jetzt schon mal die ganzen Paneele im Raum und dann sehen wir uns hier gleich wieder an dieser Stelle. So, fertig. Alles verteilt ist natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig da, wo sie am Ende hin sollen. Gerade von der Höhe her gibt es dann da noch ein bisschen Variation. Momentan steht es ja nur auf den Kissen hinten drauf. An dieser Stelle dann ein kleines Dankeschön an Last Side Living. Der hat mir hier ein paar Tipps gegeben, wo man das idealerweise ein bisschen verteilen kann, weil es ja nur auch nicht so viele Paneele sind, die ich an die Wand ranbringen möchte, sondern nur so ein paar verteilt, um die glatten Wände ein bisschen aufzubrechen. Mir ist natürlich bewusst, dass ich dadurch jetzt keinen riesigen Effekt erzielen würde. Das ist keine absolut perfekte Lösung für einen schallabsorbierenden Raum. Da verlinke ich euch mal ein sehr interessantes Video zum quasi leisesten Raum der Welt oder irgendwie so war der Titel des Videos dann. Aber ich habe es in einem Vorversuch in der Nachbearbeitung auch schon festgestellt. Ein kleiner Unterschied ist dann doch schon da, den ich zumindest dann schon höre. Und ich denke mal, wenn man das Ganze dann über Kopfhörer auch nochmal sich mit anhört und nicht nur so über normale Rechner, Lautsprecher, dann hört sich das Ganze auch noch ein bisschen anders an. Vor allem ja auch, weil sie entsprechend, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig da sind, wo sie hin sollen, sondern entsprechend noch höher kommen. Jetzt momentan sieht es ja so aus, dass da hinten noch trotzdem relativ viel Freifläche ist. Machen wir also weiter mit dem nächsten Schritt. Ich werde los Holz kaufen. Das ist für euch dann jetzt nur noch einen Schnitt entfernt. Für mich sind das schon wieder 3 Tage. Also sehen wir uns gleich wieder. Was wir dann also insgesamt brauchen, ist zum einen Holz. Mehr Holz, noch viel mehr Holz und ihr ahnt schon, noch mehr Holz vor der Hütte und schlussendlich Holz. Natürlich hilft ein voller Akku für den Akkubohrschrauber.
Schon mein Fluglehrer hat mir beigebracht, heb nicht ab vom Acker ohne deinen Tacker. Wir brauchen Schrauben, noch mehr Schrauben, Bohrer, Tackernadeln, Schleifpapier, Stoffe, Akustikschaumstoff und Befestigungsgelöt. Fangen wir also mit der Verarbeitung an. Als erstes müssen wir ein bisschen schleifen. Es gibt zwar auch schon fertig geschliffene Holzlatten im Baumarkt, allerdings kosten die pro Stück 5 Euro mehr und bei 8 Stück sind das dann mal eben 40 Euro. Das Geld wollte ich mir sparen. Wenn man mit dem ganzen Schleifen fertig ist, kann man hier sicherlich auch noch eine Runde Jenga spielen. Wollen wir jetzt aber nicht und da der Akku leider leer ist von der Bohrmaschine, ist Arbeitstag 1 hiermit beendet. Tag 3 steht im Zeichen des Zusammenbaus der Holzrahmen, angefangen mit dem Vorbohren von einigen Löchern. Und während ihr mir hier zuschaut, gebe ich das Wort einmal kurz weiter. Ich bin Lukas von Last Side Living und gebe dir heute 5 Tipps, wie du die Raumakustik deines eigenen YouTube-Studios verbessern kannst. Nummer 1. Absorber bauen. Anstatt viel Geld für teure Akustikelemente auszugeben, kannst du einfach in einem Holzrahmen Glas oder Mineralwolle füllen und das mit Stoff überziehen. Wirkt auch absorbierend und kostet wenig. Sei aber vorsichtig, denn Glaswolle ist gesundheitsschädlich. Informiere dich also vorher darüber, wie man damit richtig umgeht. Nummer 2. Glatte Flächen vermeiden. Glatte Flächen reflektieren Schall und sorgen für unangenehmen Hall. Deswegen solltest du deine Absorber benutzen, um glatte Wände weicher zu machen. Durch die Absorber wird der Schall geschluckt, anstatt reflektiert zu werden. Nummer 3. Material sparen, Parallelität vermeiden. Am wenigsten Hall bekommst du natürlich, wenn du die gesamten Wände mit Absorbern auskleidest. Aber dazu brauchst du auch extrem viele Absorber. Um an der richtigen Stelle zu sparen, hänge Absorber nicht parallel auf. Das heißt, gegenüber eines Absorbers soll eine glatte Wandfläche sein. Das dämpft zwar den Hall nicht mehr, sorgt aber dafür, dass die Hallreduktion in deinem Raum gleichmäßiger geschieht. Nummer 4. Teppich. Ist zwar schlecht zu reinigen, aber gut, um auch die Reflexionen zwischen Boden und Decke abzudämpfen. Nummer 5. Vor dem Mikrofon ist hinter der Person. Der wichtigste Teil des Raums, den du für Sprachaufnahmen abdämpfen musst, liegt hinter dem Sprecher. Denn in den meisten Fällen wird dein Mikrofon eine Nierencharakteristik haben, also hauptsächlich Schall von vorne aufnehmen. Reflexionen, die von der Wand hinter dem Sprecher kommen, sorgen für den größten Teil des Halls. Stell also einen großen Teil der Absorber hinter den Sprecher, der am besten vor einer Ecke steht. Das spart nicht nur Absorber, sondern lenkt auch noch zusätzlich ankommende Reflexionen in eine andere Richtung. Tja, danke Lukas für diese doch recht hilfreichen Tipps zur Akustikoptimierung im eigenen Zimmer, YouTube-Studio, wie man das betiteln möchte. Link zu seinem Kanal mit klasse Videos findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und auch hier irgendwo eingeblendet. Im Hintergrund seht ihr, habe ich gerade aufgebaut für Arbeitstag 3. Da steht ganz im Zeichen des Bespannens der Holzrahmen. Am Anfang allerdings muss der Stoff noch einmal kurz zugeschnitten werden, denn er wurde bei IKEA nur in 1,50 Meter Breite verkauft und das ist doch ein bisschen zu breit für unsere kleinen Holzrahmen. An dieser Stelle kann man noch einmal ganz kurz ein Schaubild einblenden, wie die Holzrahmen miteinander jetzt verbunden sind. Im Prinzip ist das Ganze relativ einfach, wie Legosteine legt man die Holzlatten aneinander ran. Eine Schraube jeweils pro Ecke rein, hält für meine Zwecke absolut ausreichend, ist natürlich nicht immens belastbar, da es ein bisschen Spiel hat, das Ganze zu verdrehen. Ansonsten war es anfangs recht fummelig, hier ein System zu finden, wie man das Ganze am besten über die Ecken zusammenfaltet, damit kein großartiger Knick zu sehen ist, aber auch hier habe ich dann eine ganz gute Lösung gefunden, die wunderbar funktioniert. Tja, einmal kurz ausgetestet mit den Tackernadelreihen, wie man das Ganze jetzt nur am besten an die Wand ranbringt. Ein Tässchen Kaffee zwischendurch und dann ist die Arbeit auch relativ schnell erledigt. Und da sind wir dann auch schon hier zurück jetzt bei mir im Zimmer. Ihr seht, hier steht ein bisschen tiefer als noch am Anfang. Das liegt daran, dass ihr jetzt hier im Hintergrund dann schon mal drei der Platten sogar schon direkt an der Wand seht. Alle anderen sind hier natürlich auch im Raum schon verteilt. Ich blätter jetzt hier mal einen kleinen Rundumblick ein. Da sehen wir dann, dass wir 3 auf der Wand mit dem Whiteboard haben. 2 hängen hinter dem Rechner und noch weitere 3 sind dann in der Bett-Sofa-Ecke, wie man das betiteln möchte. Einfach so, dass hier die Wände insgesamt ein bisschen aufgelockert werden. Natürlich, ich als absoluter Profi-Heimwerker habe natürlich auch jedes Bohrloch gleich super sofort ausgemessen und habe keine zusätzlichen 4 Dübel mit hier verschwendet in diesem Raum. Nein, das machen natürlich nur andere.
Ansonsten muss ich jetzt im Nachhinein sagen, sind die hier hinter mir, die Platten, vielleicht einen kleinen Tick zu hoch. Ich habe es mit einer Oberkante von einem Bild, was da drüben noch hängt, was ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt. Daran habe ich es ausgerichtet an der Oberkante. Vielleicht hätte man doch die untere Kante nehmen sollen oder das Ganze mittig nehmen können. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten, die einem dann im Nachhinein auffallen. Und was ich jetzt auch im Nachhinein gemerkt habe, der Stoff mit den Seilen drauf ist jetzt hier auf den Platten gar nicht mehr so cool, weil von dem Seil selbst recht wenig zu sehen ist. Also man sieht da hinten auf der Platte nur zwei Streifen und noch so den Anfang vom dritten bzw. den Knoten. Und auf der anderen Platte sieht man auch nur entsprechend zwei Seile runterhängen. Ich habe mir da ein bisschen mehr von erhofft. Das Holz allerdings sieht recht gut aus. Gerade das Senkrechte hinterm Rechner gefällt mir recht gut. Also ich denke, wenn man da nochmal vielleicht irgendwann ein bisschen Zeit und Lust hat, Zeit vor allen Dingen, dann kann man da sicherlich nochmal beigehen, aber erstmal ist das alles so in Ordnung. Fassen wir nochmal den Material- und Zeitaufwand hier zusammen. Verbaut sind jetzt hier 8 Schaumstoffplatten. Akustikschaumstoff gab es relativ günstig bei Amazon für ungefähr 21 Euro. Dazu kamen 8 Stück Stoff vom IKEA für 22 Euro. Das ist somit auch das teuerste hier in der gesamten Materialliste. Weiterhin 16 Halterungen, die gab es recht günstig bei IKEA. In der Fundgrube einfach mal nachschauen, was da so alles rumliegt. Da stand eine Riesentruhe mit allen möglichen kleinen Zubehörteilen. Mit dem Vermerk, ja, mach dir eine Tüte voll, kriegst du für 2 Euro mit. Haben alle 16 reingepasst, eine Tüte 2 Euro. Und hier zu Hause habe ich gesehen, ich habe die Teile schon hier. Hätte ich gar nicht unbedingt so viele kaufen brauchen. Die waren nämlich beim Expedit-Regal dabei. Also wer so ein Regal zu Hause hat und diesen ganzen Zubehörquatsch noch bei sich rumliegen hat, einfach mal nachschauen, dann wenn man da Interesse hat, das Ganze überhaupt nachzubauen. Weiterhin dabei sind 8 Holzlatten, die entsprechend zugeschnitten wurden auf die jeweiligen Längen. Dazu gehöre ich dann natürlich auch 32 Schrauben für die Holzrahmen an sich, damit die befestigt werden. Man kann natürlich auch versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen besser festzuschrauben, aber hier für meinen Teil reicht das komplett aus. Darüber hinaus dann noch für die Halterungsschrauben. Das waren dann auch nochmal 4 pro Rahmen, also auch nochmal insgesamt dann 32 Stück. Dazu nochmal 16 Schrauben, die in die Wand reinkommen, natürlich auch mit 16 Dübeln, sodass man da bei dem Kleinkram, sagen wir mal, auch irgendwo so bei 5 bis 10 Euro liegt, je nachdem, wie groß man die Packung einkauft, wie teuer der jeweilige örtliche Baumarkt denn auch ist. Insgesamt der Arbeitsaufwand liegt bei 8 Stunden, darin sind enthalten Schleifen, Bohren, bespannen mit Stoff und dann letztendlich auch an die Wand ranbringen. Nicht enthalten sind die Fahrzeiten, wenn man merkt, dass der geplante Baumarkt noch nicht eröffnet hat und man nochmal zurück durch die ganze Stadt muss zum anderen Baumarkt, dann ist das jetzt noch nicht mit eingerechnet. Also ich bin jetzt gespannt auf die Postproduktion, wie viel man jetzt hier tatsächlich dann merkt von der Schalloptimierung. Es hört sich schon so ein bisschen besser an jetzt insgesamt, natürlich aber nicht immens viel, da das Ganze tendenziell eher dekorative Elemente sind, denn um hier wirklich einen deutlich auch sofort fürs Ohr hörbaren Unterschied zu erzielen, ja, dann müsste man hier schon wirklich die halben Wände mit dem Akustikschaumstoff wahrscheinlich zukleistern, genauso wie die Decke, die ja auch völlig nackt und frei da oben rumliegt. Aber ich denke, diese Do-It-Yourself Schallabsorber, so kann man sie durchaus bezeichnen, sind einerseits dekorative Elemente, andererseits bringen sie dann einen kleinen Vorteil. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt informiert, weitergeholfen, wer das vielleicht mal auch für sich in Betracht ziehen möchte. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es unterhalten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr sonst jetzt noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir unten auf die Mailbox und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.